Herzlich willkommen zu diesem Video. Das ist ein Video einer Videoserie. Die Videoserie heißt Klimawendezeit, warum wir auch bei Entwicklungshilfe und Ernährung umdenken müssen. Das erste Video, da geht es um Motivation und ein erstes Thema, Klimawandel. Ich bin Andreas Pfennig. Ich arbeite an der Universität in Lüttich, Liège in Belgien und bin Verfahrensingenieur. Und ich beschäftige mich seit über 10 Jahren inzwischen mit dem Thema Nachhaltigkeit und versuche durch Bilanzen zu verstehen, wie es denn um Nachhaltigkeit auf dieser Erde steht. Wer da ein bisschen mehr nachlesen möchte drüber, da kann man gerne nachschauen auf der Webseite Vision 3000 EU. Da ist jeder herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen. Wie gesagt, das ist ein erstes Video, in dem ich ein bisschen was zur Motivation erzählen möchte. Und das erste Thema, das ich behandeln möchte, ist der Klimawandel, um überhaupt den Rahmen quasi zu setzen für diese Videoserie. Zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin eben, wie gesagt, Verfahrensingenieur. Ich habe in Aachen studiert. Ich habe auch in Aachen promoviert, habe dann in Darmstadt habilitiert, bin danach Professor geworden in Aachen, war dann für eine gewisse Zeit in Graz an der Uni und bin seit über 5 Jahren inzwischen an der Universität in Lüttich. Nebenbei bin ich aktiv bei den Scientists for Future. Das ist ja die Vereinigung, die letztendlich für die Fridays for Future die Faktenchecks immer macht und sozusagen die wissenschaftliche Datenlage bereitstellt für alle die Dinge, die die fordern und die die als Basis quasi haben. Das intensiv hat in der letzten Zeit nochmal meine Beschäftigung mit diesen Themen quasi intensiviert. Was möchte ich Ihnen insgesamt zeigen? Was ist also jetzt über diese ganze Videoserie das Thema? Es geht darum, wie wir die großen Herausforderungen der Menschheit meistern können. Dabei ist das erste Mal, dass man sich klar macht, wie das denn mit dem Klimawandel funktioniert. Ich bin kein Meteorologe und kein Klimaexperte. Da kann ich also nur das wiedergeben, was wichtig ist im Gesamtzusammenhang. Dann etwas zur Weltbevölkerung sagen und warum das eigentlich wichtig ist, etwas zur Energiewende, zu Landfläche und Hunger. Da werden wir sehen, dass das durchaus kritisch ist. Und die Konsequenzen sind dann abzuschätzen oder zu gucken, was muss ich eigentlich tun? Ich bin ja Ingenieur, ich will ja Handlungsanweisungen am Ende sozusagen irgendwie entwickeln, wie wir mit dem Weltsystem umgehen können. Das heißt, was müssen wir politisch und individuell tun? Und dabei hilft uns eine Systemsicht und wir werden die Konsequenzen sehr eindeutig erkennen können, die notwendig sind, damit wir nachhaltig letztendlich leben können. Grundlage dafür sind Bilanzen, das heißt quantitative, also zahlenmäßige Zusammenhänge zwischen einigen wichtigen Größen im Kontext der Nachhaltigkeit. Dabei geht es jetzt nicht darum, Ihnen beliebig viele Zahlen zu erzählen, sondern ich werde versuchen, diese Zahlen immer quasi, ich nutze die Zahlen quasi, aber ich werde sie Ihnen versuchen, grafisch anschaulich zu machen, sodass Sie verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Und dieses Verstehen der Zusammenhänge ist, glaube ich, ganz wichtig, um auch die Konsequenzen in ihrer, wie soll ich sagen, Nachdrücklichkeit irgendwie nahezubringen. Wenn Sie mehr darüber nachlesen wollen, möchte ich vorneweg schon mal die Quellen angeben, wo Sie dann nachschauen können. Das ist einerseits, habe ich eine Publikation dazu geschrieben, 2019, wo es halt eben um eine Systemperspektive auch geht auf das Gesamtsystem und ein Buch, was ebenfalls 2019 erschienen ist, wo viele Bilder hier auch aus diesem Vortrag herausgenommen sind. Ein bisschen ergänzt natürlich, dass man wirklich es gut vortragen kann. Und außerdem war auf der ersten Seite, und das sage ich ganz am Ende auch noch einmal, war eine Webseite angegeben, vision3000.eu. Da kann man auch noch viel mehr Informationen finden. So, damit kommen wir schon zum ersten Thema, was letztendlich auch ein bisschen die Motivation ist. Warum machen wir das überhaupt? Nun deswegen, weil wir wissen, der Klimawandel ist angekommen. Wir haben Klimawandel. Das führt dazu, dass beispielsweise Extremwetterereignisse immer stärker, immer ausgeprägter werden und länger dauern. Ja, Dürren oder Starkregenereignisse. Wir wissen außerdem, dass die Arktis praktisch wegschmilzt, Lebensräume gehen verloren. Das ist auch ganz allgemein, nicht nur in der Arktis, Lebensräume verschieben sich, Lebensräume gehen verloren. Und das ist natürlich fatal, weil eben Pflanzen und Tiere häufig nicht so schnell folgen können und nicht so schnell sich anpassen können. Diese Konsequenzen werden immer stärker werden, je höher die Temperaturabweichung zum vorindustriellen Wert, das nimmt man immer als Referenz, letztendlich
wie weit es immer weiter abweicht. Also je höher die Temperatur steigt, bezogen auf den vorindustriellen Wert, das ist immer die Differenz, die man angibt, wenn man eben über 1,5 oder 2 Grad als Ziele redet beispielsweise. Je schlimmer das wird, je höher die Temperatur wird, desto dramatischer werden alle diese Konsequenzen sein und nicht linear. Das nimmt nicht einfach nur ein bisschen prozentual zu, sondern das geht exponentiell. Das wird also deutlich zunehmen, je stärker die Temperaturerhöhung ist. Nun, die erste Frage ist natürlich, woran liegt das? Können wir das verstehen? Und wir können es verstehen. Und da sind sich die Klimatologen einig, dass das sozusagen das richtige Bild wiedergibt. Hier ist dargestellt einmal der CO2-Gehalt, also der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre in ppm. Ppm ist Parts per Million, also Anteile pro Million, so ein Volumenanteil, als Funktion der Zeit in Blau dargestellt. Und man sieht, der CO2-Gehalt der Atmosphäre hat in den letzten zig Jahren sehr systematisch zugenommen. In Rot dargestellt, hier auf der rechten Achse, ist die globale mittlere Temperatur. Und man sieht, wenn man das entsprechend skaliert, auch die hat zugenommen und die Punkte liegen sogar vom Trend her ziemlich genau aufeinander. Das muss jetzt zunächst mal noch nichts heißen. Das könnte beides von was Drittem abhängen. Hier ist es aber so, dass wir erstens wissen, wie viel fossile Energieträger wir genutzt haben. Damit wissen wir auch, wie viel CO2 wir letztendlich ausgestoßen haben und wir wissen auch, wo das hingeht. Wir wissen, welcher Anteil davon von den oberen Ozeanschichten aufgenommen wird. Wir wissen, wie viel davon von den Pflanzen aufgenommen wird, die sogenannte CO2-Düngung. Und der Rest bleibt in der Atmosphäre. Damit wissen wir, wie wir durch das Verbrennen fossiler Energieträger zur Erhöhung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre beigetragen haben. Und es ergibt sich letztendlich genau dieser Verlauf. Wir verstehen es also. Der Mensch durch sein Verbrennen fossiler Energieträger erhöht also die CO2-Konzentration in der Atmosphäre und das wissen wir, das ist einfach so. Auch quantitativ so, also zahlenmäßig kann man das nachweisen. Dann können wir mit Hilfe von physikalischen Gesetzmäßigkeiten, wie eben Strahlung absorbiert wird, wie dann wieder abgestrahlt wird, wenn man das alles rechnet quasi, kann man auch sehen, dass die erhöhte CO2-Konzentration in der Atmosphäre dazu führt, dass die Temperatur steigt. Auch das kann ich mit physikalischen Modellen in diesem Fall quasi belegen, dass das dem entspricht, wie hier die Temperatur zunimmt. Dabei ist das nicht ganz so trivial, deswegen, weil über der Höhe der Atmosphäre unterschiedliche Phänomene auftreten. Ja, so manche Dinge kühlen sich sogar ab, manche Atmosphärenschichten. Aber ich kann diese Bilanzen aufstellen, ich kann das lösen quasi in dem Höhenprofil der Erde und kann damit herausbekommen, wie die Temperatur zunimmt und ich bekomme im Prinzip dies heraus. Das heißt, wir wissen aufgrund physikalischer Gesetzmäßigkeiten, dass dieser CO2-Anstieg, der blaue, zu diesem Temperaturanstieg in Rot führen muss. Natürlich gibt es gewisse Unsicherheiten dabei, aber das heißt nicht, dass der Zusammenhang nicht stimmt, sondern das heißt vielleicht, dass man nicht genau weiß, ob es jetzt so oder 10% anders ist. Ja, also das sind die Unsicherheiten, die man dabei hat. Das heißt, wir wissen, dass wir die Ursache sind für den CO2-Ausstoß, das wiederum die Ursache ist für den Temperaturanstieg, für den Klimawandel. Damit sind wir gefragt, die Situation zu ändern, weil wir die Verursacher sind. Das haben wir auch anerkannt, also in der gesamten Welt eigentlich, im Rahmen der UN. Da gibt es halt eben das Pariser Klimaabkommen, das nach der Klimakonferenz COP21 in 2015 quasi beschlossen wurde, was von allen Staaten zunächst mal unterzeichnet wurde. Die USA steigen jetzt irgendwie wieder aus. Und das Ziel dabei ist, das also aus dem Originaltext, dass wir auf jeden Fall die Klimaerwärmung unter 2 Grad Celsius halten wollen, gleichzeitig aber große Anstrengungen betreiben wollen, um womöglich möglichst nah an die 1,5 Grad heranzukommen, dass also nicht höher wird als das. Heute sind wir schon, das war auf dem Bild vorher, hätte ich sagen können, sind wir bei gut einem Grad gelandet. Also etwa plus 1 Grad sind wir 1,1 Grad. Die sind die aktuellsten Werte, wo ich das Video hier aufnehme. Das heißt, wir wissen das, wir wollen den Klimawandel begrenzen und das heißt natürlich, dass wir unsere Lebensweise ganz massiv verändern müssen. Okay, das ist alles klar, ist eigentlich, sollte nichts Neues sein. Ich möchte jetzt aber 2 Aspekte noch mit zusätzlich hineinbringen in die Diskussion, die auch klar sind im Prinzip, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, die aber nochmal die Dringlichkeit der Situation und die Dramatik der Situation verdeutlichen. Das erste ist das Ergebnis einer Studie, in der man sich gefragt hat, wenn ich eine bestimmte Menge Kohlendioxid in die Atmosphäre entlasse, in diesem Fall sind das 370 Gigatonnen, also 370 Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre entlasse,
Wo bleibt dieses CO2, ist der Anteil des CO2, der nach einer gewissen Zeit noch an der Atmosphäre verbleibt, über der Zeit aufgetragen. Das heißt hier, also sieht man, das geht von 0 bis 1000 Jahre. Wie viel davon, was ich da einmal entlassen habe, finde ich dann noch wieder in der Atmosphäre? Wir hatten vorhin schon gesagt, gewisse Teile werden von den oberen Ozeanschichten und von den Pflanzen aufgenommen. Nur der Rest bleibt in der Atmosphäre. Und dann gibt es langfristige Prozesse, natürliche Prozesse, die dazu führen, dass die Konzentration in der Atmosphäre weiter abnimmt. Beispielsweise große Meeresströme, wo es dann in die tiefen Meeresschichten hineingeht, als ein Beispiel. Aber auch biologische Prozesse in den Meeren tragen dazu bei, beispielsweise. Oder Verwitterung von Gestein und solche Dinge. Es gibt also verschiedene Dinge dabei, die man berücksichtigen kann und die hier modelliert wurden. Und das Ergebnis, was ich hier zeige, ist der Mittelwert aus vielen Simulationen, die von entsprechenden Forschern weltweit durchgeführt worden, und in einer Studie wurde es quasi dann zusammengeführt, sozusagen zu einem Gesamtbild dessen, was die Wissenschaft davon hat. Die 370 Gigatonnen, das ist zunächst einmal eine unvorstellbare große Zahl. Das ist ungefähr das, was wir noch ausstoßen dürfen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen. So. Das wissen wir, das muss in relativ kurzer Zeit maximal, dürfen wir das noch ausstoßen. Danach müssen wir ohne fossile Energieträger auskommen. Da müssen wir also dekarbonisiert sein, wie man das so schön sagt. Unsere Wirtschaft dekarbonisiert haben. Und ob das jetzt 10 Jahre sind oder ob wir das in einem Puls ausstoßen, was hier gerechnet wurde, das ist auf der Zeitskala eigentlich egal. Hier wurde es als Impuls gerechnet, weil es ein einfacher rechenbar letztendlich ist, ein einfacher zuordnenbar am Ende des Tages auch ist. Was man jetzt sieht, ist, dass zunächst einmal nach 40 Jahren etwa rund 50% der CO2-Menge im System schon verschwunden sind. Eben wie gesagt in die oberen Meeresschichten und von den Pflanzen aufgenommen. Das geht relativ schnell. So, die restlichen 50%, von denen die nächste Hälfte, also dann runter auf 25%, das braucht 1000 Jahre. Das heißt, das, was nach 40 Jahren in der Atmosphäre an Kohlendioxid verbleibt, bleibt dort oft Jahrhunderte bis Jahrtausende. Das bedeutet andersrum, der Klimawandel, der durch das CO2 hervorgerufen wird, der geht nicht so einfach schnell weg. Der bleibt mit uns für Jahrhunderte, weil das CO2 so lange in der Atmosphäre bleibt, wenn wir nichts dagegen tun. Dabei ist es so, dass hier im Prinzip alle Rechnungen, alle Zahlen, die man findet, wo gerechnet wird, was CO2 quasi macht, die gehen davon aus, dass die ersten 50%, was nach 40 Jahren weg ist, schon weg ist. Das heißt, wenn wir rechnen Klimawandel bis 2100, dann ist es nicht so, dass man dann mit der vollen Menge rechnet, sondern hat man schon davon das hier abgezogen. Da ist man schon quasi, dass nur noch die Hälfte da ist etwa. Ja? Das heißt also, diesen Benefit, den kann man nicht mehr reinrechnen. Das ist bei allen Rechnungen quasi schon drin. Also die Temperaturerhöhung wird immer für 2100 angegeben, was wir da erwarten. Und da ist das hier alles schon passiert. Da unterhalten wir uns noch hier darüber. Das heißt, wir dürfen nicht erwarten, dass was üblicherweise diskutiert wird an Klimawandel bis 2100, dass das dann noch weiter abnimmt. Nein, da sind wir schon quasi hier und in diesem langsamen abnehmenden Bereich, sodass es wirklich Jahrhunderte bei uns bleibt. Wir sehen die Konsequenzen. Die nach 40 Jahren erreichte Kohlendioxidkonzentration wird durch natürliche Mechanismen erst innerhalb vieler Jahrhunderte reduziert. Der Klimawandel ist also nicht wie ein kleines Fieber, das vorbei ist, sobald wir die Energiewende geschafft haben. Stattdessen wird er uns über Jahrhunderte, der Klimawandel uns über Jahrhunderte begleiten, wenn wir nicht aktiv Kohlendioxid wieder aus der Atmosphäre entfernen. Wenn wir das so stoppen wollen, dann müssen wir es entfernen, anders geht es nicht. Das ist das eine. Das zweite, was die Dramatik auch zeigt, ist diese Grafik. Da habe ich in verschiedenen Farben verschiedene Daten, die man in der Literatur findet, übereinander aufgetragen, so skaliert, dass die Kurven quasi übereinander liegen, sodass also die Effekte miteinander korrelieren letztendlich. Das muss jetzt nicht ursächlich sein, darum geht es gar nicht, aber die Abhängigkeiten sind quasi so, dass sie etwa sich entsprechend dann skalieren. Das links die Temperatur aufgetragen in Rot, in einer Zeitskala von minus 20.000 vor Christi, das ist das Ende oder die Endphase der letzten Eiszeit. Man sieht, die Temperatur war da ungefähr 3,5 Grad kälter als heute. Und da wissen wir, dass in Europa viele 100 bis 1000 Meter dicke Eisschichten auf dem Kontinent lagen. Also je nachdem, wo man war, war das sehr, sehr dicke Eisschicht, so wie in Grönland heute quasi. Heute, 3,5 Grad weiter, sieht man, die Situation ist völlig anders. Das zeigt einmal, wie dramatisch eigentlich diese Temperaturabhängigkeit von ist,
was da auf der Erde quasi passiert. Ja, nur 3,5 Grad ist hier ein Unterschied bei uns, ob wir da hunderte Meter Eis haben oder ob wir blühende Landschaften haben. So. Gleichzeitig ist dargestellt in Schwarz die Kohlendioxidkonzentration, die man aus entsprechenden Eisbohrkernen kennt. Und wir haben auf der anderen Seite in Blau die Meeresspiegelhöhe eingetragen, die man aus entsprechenden Sedimenten und Versteinerungen und so weiter, gibt es verschiedene Messungen, mit denen man das quasi, oder verschiedene Daten, die man da zusammentragen kann, woraus man das ableiten kann. Und man sieht, dass bei minus 3,5 Grad Celsius, also letzte Eiszeit, der Meeresspiegel, das ist hier die blaue Kurve, mehr als 100 Meter niedriger war als heute. 120 Meter etwa niedriger als heute. Und jetzt kann man uns fragen, das ist hier nur bis zum vorindustriellen Niveau, was haben wir jetzt in den letzten paar Jahrzehnten eigentlich gemacht? Und das ist hier eingetragen. Da sieht man, wie steil es hochgeht. So steil ist es noch nie angestiegen. Das ist einmalig in der Erdgeschichte. Wir sehen, wie stark das angestiegen ist hier auf über 400 ppm, die CO2-Konzentration bis heute. Und wir sehen, die Temperatur ist schon gefolgt. Wenn das hier irgendwas mit Ursächlichkeit zu tun hat, dann können wir sagen, okay, wenn das so viel steigt, das CO2, dann steigt die Temperatur so viel. Wie gesagt, die Ursächlichkeiten, das ist da nicht so ganz sicher, ob das alles so ist. Manche Leute sagen, ja, es ist so. Erst kam das CO2, dann kam die Temperatur quasi. Und dann würden wir auch erwarten, dass die Temperatur weiter steigt, entsprechend bis hier oben. Und in der Tat wissen wir, dass die Temperatur weiter steigen wird, selbst wenn wir kein CO2 mehr ausstoßen. Das liegt zum Beispiel daran, dass die Meere sozusagen ein Wärmepuffer sind. Die Meere sind noch kalt, die erwärmen sich sehr langsam, das dauert Jahrhunderte. Und natürlich, dadurch, dass die Meere, was die größte Fläche auf der Erde ist, im Augenblick noch kälter sind, als es eigentlich dem Gleichgewichtszustand entspricht, kühlen die sozusagen die gesamte Atmosphäre ab, das gesamte Klimasystem. Wenn die sich erst einmal erwärmen, fällt dieser Kühleffekt weg, dann wird es auch auf der Erde wärmer. Und dabei sind wir heute auch auf den Landflächen schon bei plus 1,5 Grad anstelle der plus 1 Grad. Also gibt es entsprechende Berichte des Weltklimarates. Das heißt also, wenn denn die Meere sich aufwärmen werden in den nächsten Jahrhunderten, wird die Temperatur weiter steigen, selbst wenn wir nichts an dem CO2-Gehalt der Atmosphäre ändern. Und man sagt, dass etwa 1,5 bis 2 der Faktor ist, die Temperatur mehr steigen wird, als wir es quasi in diesem kurzfristigen Zustand quasi haben. Wenn wir also heute sprechen von 1,5 bis 2 Grad Klimaerwärmung bis 2100, dann bedeutet das, dass wir mittelfristig über einige wenige Jahrhundert mit Temperaturen rechnen dürfen, die nochmal im Faktor 1,5 bis 2 mindestens größer sind. Wenn man diese Faktoren hier sich anschaut, liegen sogar größere Faktoren da nahe. Was wir hier noch gar nicht betrachtet haben, ist der Meeresspiegel. Gut, der ist angestiegen über die 120 Meter. Wenn das entsprechend auch mit den Temperaturen hier skaliert, und das skaliert natürlich mit den Temperaturen, je mehr die Temperatur steigt, desto mehr werden die Eismassen auf den Landflächen in Grönland und auf der Antarktis abschmelzen, desto mehr wird der Meeresspiegel steigen. Und man sieht 150 Meter womöglich. Glück gehabt. Das kann gar nicht passieren. So viel Eis haben wir gar nicht mehr. Wir haben nur noch Eis, wenn man so die Schätzungen zusammenaddiert, von 67 Metern. Das heißt, das Maximum, was uns passieren kann, sind hier so 67 Meter plus minus. Weiß auch keiner so genau, war ja noch nie in den letzten Jahren so, dass wir uns hätte nachmessen können. Das heißt also, das Schlimmste, was uns passieren kann, sind 67 Meter. Danach ist alles Eis weg. Sowohl die Antarktis ist dann quasi eisfrei, als auch Grönland. Und alle Gletscher sowieso. Wir haben dann keine auf den Landflächen mehr liegenden Eisflächen quasi verfügbar. Das ist dann alles im Meer angekommen, mit entsprechenden Konsequenzen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Warum wollen wir das vermeiden? Und deswegen, wenn man sich dann die Landkarte anschaut, wenn der Meeresspiegel um 67 Meter steigt, dann ist das relativ fatal. Dann wird ganz Norddeutschland, wie man hier sieht, quasi unter Wasser sein. Dann ist die Nordseeküste hier irgendwo zwischen Brüssel, Köln, Dortmund, Braunschweig, Berlin ist schon unter Wasser, dann hier irgendwo, ja, was weiß ich, Leipzig ist dann auch relativ nah an der Nordseeküste. Dann ist Land unter. Das wollen wir natürlich nicht. Wenn wir verhindern wollen, dass das passiert, dann müssen wir zwangsweise letztendlich verhindern, dass die Temperatur weiter steigt. Wenn wir also 2 Grad hätten, plus nochmal Faktor 2 drauf für den mittelfristigen Temperaturanstieg, dann sind wir sicher, dass im Prinzip alle Eismassen abschmelzen werden mittelfristig. Das dauert auch ein paar Jahrhunderte bis Jahrtausende, das weiß man noch nicht so genau. Im Augenblick steigt das zwar nur ein paar Millimeter immer pro Jahrzehnt oder so, aber die Forscher sehen auch schon, dass es immer schneller wird, dass es also beschleunigt ist.
Und wie schnell das wird am Ende des Tages, das weiß man nicht. Man schätzt, dass Ende des Jahrhunderts irgendwo zwischen 50 Zentimetern und 2 Metern etwa zu erwarten sind. So, 2 Meter für Hamburg, das wird schon schwierig. Ja, da muss man die Deiche erhöhen, die Sturmfluten werden auch stärker, Extremwetterereignisse werden ja stärker. Das heißt, die Deiche werden noch stärker sein müssen. Das heißt, Hamburg muss man bis Ende des Jahrhunderts dann praktisch aufgeben. Das ist nicht mehr vorstellbar, wenn wir wirklich auf 2 Meter kommen, dass man das noch halten kann. Das heißt, wenn wir das verhindern wollen, dann müssen wir so schnell wie möglich das CO2 aus der Atmosphäre zurückholen, um die Konzentration praktisch wieder, nicht ganz, aber zurückzubekommen auf das vorindustrielle Niveau. Nicht ganz, weil die Klimasysteme sich auch verändert haben bis dahin und so weiter. Lange Diskussion. Aber wir müssen einen großen Teil zumindest davon wieder zurückholen. Nicht alles auch, aber wie gesagt, einen großen Teil. Damit sind wir am Ende dieses ersten Videos quasi. Wir sehen, die globale Temperatur steigt schnell aktuell. Schneller, als es jemals passiert ist in der Weltgeschichte vorher, in der Erdgeschichte vorher. Der langfristige Klimawandel wird um Faktor 1,5 bis 2 mindestens größer sein als der kurzfristige bis 2100, von dem man üblicherweise spricht. Wenn wir die langfristigen Anstiege und die dann auftretenden Kipppunkte, auf die ich jetzt nicht eingegangen bin, vermeiden wollen, müssen wir fast alles anthropogene CO2 mittelfristig wieder aus der Atmosphäre herausholen. Und das muss im Prinzip auf einer Zeitskala passieren, die schneller ist, als das System reagiert. Das muss also in wenigen Jahrhunderten höchstens passieren, weil auf der Zeitskala schon die Reaktionen wieder dramatisch werden. Die Kipppunkte, nun das Abschmelzen des Gletschereises und der Antarktis und von Grönland, das ist quasi schon ein Kipppunkt, weil das schmilzt relativ schnell ab. Das wieder aufzubauen, das dauert Jahrhunderttausende. Wenn man weiß, dass die Eisbohrkerne in der Antarktis 800.000 Jahre zurückreichen, dann heißt das hat 800.000 Jahre gebraucht, um das aufzuschneiden. Ja, da kann man sich vorstellen, wie lange es dauern wird und wie lange dies braucht, dass das Abschmelzen viel, viel schneller geht, weil das sind, wie gesagt, höchstens ein paar Jahrtausende. Die Konsequenz ist klar, wir müssen die Energiewende so schnell wie möglich machen, um den Klimawandel zu stoppen. Damit haben wir schon mal das geschafft. Aber wir müssen weitergehen, wir müssen das CO2 auch zurückholen und das bedeutet aber andersrum, je mehr Energie wir einsparen heute, also wir müssen auch Energie einsparen, je mehr wir einsparen, desto weniger CO2 produzieren wir mit dem heutigen Energiesystem. Desto weniger CO2 müssen wir auch wieder zurückholen. Und das macht deutliche Unterschiede aus, je nachdem, was wir einsparen. Und desto einfacher gelingt aber auch die Energiewende. Wenn wir weniger Energie brauchen, müssen wir weniger fossile Energie durch Erneuerbare ersetzen. Die Energiewende wird leichter. Das heißt, wir müssen 2 Dinge erreichen. Einerseits die Energiewende so schnell wie möglich umzusetzen und dann außerdem Energie sparen, eben um weniger CO2 zurückholen zu müssen und die Energiewende zu vereinfachen. Außerdem, das wird in den späteren Videos noch wieder auftauchen, müssen wir auch CO2 wieder zurückholen aus der Atmosphäre. Das steht hier nicht, das ist aber hier quasi impliziert. Also es steht hier schon, aber nicht als direkte Maßnahme. Das ist eher sozusagen mittelfristig, weil wir werden erstmal mit der Energiewende genug zu tun haben und über das CO2 zurückholen werden wir uns erst danach Gedanken machen müssen. Auch das kostet ja, Energiewende kostet auch. Und dann müssen wir erst das eine machen und dann haben wir danach vielleicht die Ressourcen oder danach müssen wir das nächste angehen, die Ressourcen quasi dann dafür freischaffen. Damit bin ich am Ende des ersten Videos und ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Video wieder mit anschauen würden, mich dabei begleiten würden. Vielen Dank für hier.